Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 22.06.2022. Und unser DAX hat hier ein bisschen dolle rumgeplanscht, vielleicht ein bisschen zu viel rumgeplanscht. Hat sich zum Abend dann erstmal so halb wieder ersoffen. aber wir haben ein wichtiges Ziel erreicht, und zwar die 4,45. Ne? Da hat man immer mal wieder drüber gesprochen, 4,45 und dann eben auch 5,55. Ja, also diesen Gap Close, das waren so die zwei Stationen. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass er relativ langsam unterwegs war, dass er aber sich trotzdem gute Karten offen halten würde, weiterzukommen, wenn er dann eben das ein bisschen nachholen würde und zum Start gut reinkommt. Die Tatsache, dass er jetzt von der 4,45 ein bisschen deutlich erstmal wieder zurückgekommen ist, finde ich gar nicht so schlimm. Das ist vollkommen in Ordnung. Weil das ist eine wichtige Erholungsmarke erstmal auf dem Weg von unten nach oben gewesen. An der hat er sich jetzt abreagiert und die erstbeste Unterstützung ist halt die 285 und die 200 hier. So, und die 285, hoppala, die hat jetzt zwar ein bisschen reagiert, aber noch nicht so richtig aufgedreht bekommen. Und von daher ist es naheliegend, dass er die 200 noch abholt. Sollte der also zum Mittwoch einfach nur einen kleinen tiefen Start machen und er drückt sich danach wieder hoch und arbeitet über die 300 dann auch so wieder drüber. Ne? Also so von 200, zack, über 300, würde ich sagen, ist er trotzdem noch in der Bewegung drin und kann auch hier oben das Gap dann noch voll machen. Würde ich schon so sehen. Und demzufolge das auch erwarten. Ne? Kleiner, schwächerer Start wäre für mich okay. 200. Dolle viel tiefer sollte es vielleicht besser nicht. Das wird sonst zu komisch. Und ja, dann kann er wieder aufdrehen, kann sich wieder eine 300 probieren, eine 400 probieren und gegebenenfalls dann auch auf die 550 losgehen. Soweit, so gut die obere Seite. Auf der unteren Seite müsste man natürlich jetzt schon sagen, alles was unter 200 geht, wird dann schon ein bisschen wackeliger. Wir hätten dann hier im Bereich um 1380 nochmal einen Support über die Tiefs und das Band. Aber dann schon eher den Gap Close bei 12,985 im Fokus. Und ich würde schon davon ausgehen, wenn er da unter der 200 großartig rumturnt, wenn er jetzt so plus kurz reinsticht, ne, im Rahmen seiner tiefen Eröffnung vom Mittwoch, wäre mir das fast egal, wenn er so 1,80 mal ansticht oder so, das ist okay, da habe ich Toleranz. Ja, aber wenn er dann so über den Tag da immer weitere Tiefs und tiefere Hochs macht, dann, ja, dann ab die Kiste, ne? 12,985 und tiefer. Wir hatten gestern schon mal ein bisschen geguckt, ein paar Sachen rausgeholt, was an Zielen so in Frage kommt. 12,665, ja, wäre auf jeden Fall die nächstgrößere Station, wenn dann das Tief hier nicht halten kann. Ja, also in diesem Sinne würde ich sagen, 200 immer noch wichtig. Ja, super wichtig. Eigentlich haben wir es gestern genauso gesagt, ne, über 200 hat er Erholungschancen, insbesondere wenn er sich über 280 rausdrückt, noch in die 445 und in die 555 rein. Wir haben die erste abgearbeitet, vollkommen in Ordnung. Davon darf ein Rücklauf kommen, der ist da. Er darf sogar noch bis 200 gehen und dann könnte sich trotzdem wieder hochdrehen. So, meine Erwartungshaltung sehen wir ihn aber deutlich unter 200. Dann geht er aus dieser Erwartungshaltung ganz klar raus. Ja, und dann sollte man auf der Unterseite sich doch wieder ein bisschen wärmer anziehen, weil das dann schnell bis 13,80 gehen kann, 12,985 und sogar 12,665. Ja, können wir noch einen Tagesschart kurz reingucken. Die Kerze sieht erstmal nicht ganz so motiviert aus. Ist aber, wenn man mal mit dem Vortag vergleicht, dafür, dass die Amerikaner nicht da waren am Montag und jetzt wieder mit dabei sind und man eigentlich jetzt den DAX nur nochmal auf den Tagesschluss vom Montag zurückgeschoben hat, finde ich das jetzt nicht so dramatisch, muss ich sagen. Halt, ne? Also ich glaube, eine rote Tageskerze ist schön, aber so rein für diesen Punkt, dass wir ja doch vom Verfall weg, auch vom Donnerstag weg, deutliche Erholung hatten, die Amerikaner ein langes Wochenende hatten, ist der Verkaufsdruck nicht dolle da gewesen. Also nicht sehr präsent. Man kann ja jetzt nicht sagen, okay, die Amerikaner sind jetzt wieder dabei gewesen und zack, war wieder Verkaufsdruck drin. Nee, so wird es nicht sehen. Das war, kann man nicht vergleichen mit dem, was wir vorher gesehen haben. Und von da würde mich das gar nicht mal wundern, wenn wir hier nochmal eine kleine Umkehr wieder reinbekommen. Na, drückt er aber mit der Basis im Rücken nach unten durch, bestätigt das schon wieder alles, was wir gesagt haben. Ja, also man sieht es ja auch hier, eine kleine rote Umkehrkerze, wenn der da jetzt lang unten rausgeht und er bricht auch noch hier unter, was ist das hier, 13,130, also dann ist nach unten hier, guck mal, über 12,850 das nächste auf Tagesebene. Ja, also das ist noch ganz schön, da ist noch nichts so richtig über den Berg, das sieht noch ganz schön wackelig und anfällig aus,
Aber es sieht auch von der Bewegung deutlich, deutlich ruhiger aus, wie wir das die letzten Tage immer wieder im Markt drin hatten. Ne? Das ist schon, der ist schon einfach entspannter. Der ist ein bisschen chilliger so. Ne? Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der noch ein bisschen versucht, an seiner Erholung weiter zu basteln. Gut, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Ich habe ansonsten auch noch gleich eine kleine Zusatzinformation. Ist noch nicht ganz so ausgereift, aber ist ja heute brandfrisch gekommen. Ich habe bestätigt bekommen, einen Termin in München auf der dortigen, auf dem Börsentag am 16.07.2022. Wer da aus der Nähe ist oder mich mal, ich sag mal, anfassen will, ne, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ja, aber wer mal das mal aus der Nähe sehen möchte, oder vielleicht mal auch mal das ein oder andere Wort wechseln möchte, er hätte dort quasi eine Meet and, wie nennt man sowas? Meet and Greet, hä? Ich glaube, so heißt das. Möglichkeit in München, 16.07.2022 auf den Börsentagen München. Das ist im MOC, Messe, oh, keine Ahnung, MOC heißt das dort, MOC in München. Und ich halte einen kleinen kurzen Vortrag von 15.15 bis 16 Uhr auf Bitten unseres Partners hin von Money Monkeys. Und werde mich darum bemühen, dass wir danach noch einen Tisch irgendwo bekommen. In der Nähe, irgendwie in einer kleinen Kneipe, Gaststätte, Biergarten, irgendwo, dass wir sagen können, okay, wer Bock hat, der kann dann einfach auch, wenn er jetzt nicht unbedingt auf die Messe will, ist zwar kostenlos einladen, aber wer da jetzt nicht unbedingt hin will und sagt, nee, ja, ich bin aber aus München, ich komme einfach mal gerne mit rum, dass man sich dann vielleicht da einfach noch mit hinsetzen kann. Ganz so lange kann ich nicht bleiben, unser Lukas, der muss zeitig ins Bett. Also in die Nacht rein ertränkt in Alkohol bekommt er mich definitiv nicht, aber vielleicht das ein oder andere Bier zum Anstoßen, das kriegt man hin. Ja, also könnt ihr euch den Termin schon mal vormerken für diejenigen, die da unten aus der Ecke irgendwie sind. 16.07. Es ist ein Samstag, Nachmittag bis Abend. Ich denke, das lässt sich auch gut arrangieren. Und allzu oft bin ich da unten in der Gegend nicht. Ne? Das ist, kann man mal nutzen. Gut, okay, dann wünsche ich euch hier und jetzt einen wunderschönen Mittwoch dann und viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.